Viele Apps sind neugierig. Sie wollen Zugriff auf Daten und Funktionen deines Gerätes, der das Sammeln von persönlichen Daten ermöglicht und meist nur vordergründig der Funktionalität dienen. Der Hauptzweck liegt in der Monetarisierung dieser Daten, insbesondere für die Werbebranche. Vor allem bei kostenlosen Apps kannst du davon ausgehen, dass der Handel mit deinen Daten das Geschäftsmodell der Hersteller ist. Denn irgendwie müssen ja auch die Herstellungs- und Betriebskosten von kostenlosen Apps finanziert werden. Wir haben zwar technisch keine Handhabe, uns davor zu schützen, dass unsere Daten weitergegeben oder anderweitig verwertet werden. Denn meistens wissen wir ja gar nicht, wer genau welche Daten von oder über uns hat, auf welchem Wege sie weitergegeben oder ausgewertet und verwertet werden. Hier sind wir darauf angewiesen, dass auf politischer Ebene Regelungen etabliert werden, die auch die Interessen von uns Nutzern vertreten. Dennoch können wir, so wir es wollen, uns an der gesellschaftlichen Debatte beteiligen, um solche Regelungen einzufordern. Und wir können auf persönlicher Ebene uns das Prinzip der sogenannten Datensparsamkeit zu eigen machen und dort anwenden, wo es uns möglich ist. Datensparsamkeit heißt, wenn wir die Wahl haben, können wir darauf achten, möglichst wenig Daten weiterzugeben oder Apps möglichst wenig Zugriffsrechte zu gewähren.